Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Spring. Wir springen definitiv. Wir würden uns ins Gefängnis stecken, wenn wir jetzt aufgeben und von daher und unser Sohn stirbt. Los geht's. Oui. Komm, mach das Türchen auf. Piss dich. Hey, was soll denn das? Danke für den Wagen. Yes. Oui, jetzt sind wir auf dem Weg zur letzten Prüfung. Und er darf uns schon wieder hinterher gucken. Oh, die hat noch einen Heli, warum verfolgt er uns nicht? Alter, das war ja eine bisschen idiotische Loverboy-Verfolgungsjagd. Meister der Flucht. 23 Uhr 43, 114 mm hoch. Scott Shelby. Wo war er denn jetzt? Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Oh. Der hat gedröhnt. Definitiv. Fuck. Alter, sind wir unter Wasser? Anscheinend. Wir müssen aufstehen. So, Lauren. Komm, können wir uns befreien? Nein. Oh oh. Oh. Das ist eine gute Idee. Mann, falscher. Verdammt. Ja, eins. Ach, tippen. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ab. So. Wir müssen sie aufwecken. Lauren, aufwachen. Lauren. Okay, die steht nicht auf. Mach schon. Ich hoffe, ich rette sie jetzt, wenn ich hier rausspringe. Was sie mitnehmen. Ja, super. Wir nehmen sie mit. Fuck, 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 fuck. Was abgeht, Alter. Alles gut, Lauren, wir haben dich. Müssen wir Mund-zu-Mund-Beatmung machen, oder was? Nein, gut. Jetzt ein bisschen rumlecken können, Scott. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring sie ein. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Lauf. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren.
Und dann wollen wir mal. Bin mal gespannt, was er vorhat. Machen wir das jetzt direkt? Schwimmlehrer. Egal, Hauptsache, wir haben sie gerettet. Alles gut. Dum, 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 dum. Oh, er sieht nicht gerade sehr freundlich aus. Und rein da, ich weiß schon, wo wir sind. Gordy und dein Dad, willkommen. Okay, der ist schon mal K.O. So, jetzt geht's ab, Dr. Shelby. Er sieht schon so aus, Alter. Macho Man Randy Savage. Oh. Alter, er geht voll ab hier. Oh. Alter. Wie geht der ab, Alter? Voll der Psycho. Boah, das war jetzt knapp. Noch irgendjemand hier? Reicht das mal? Voll die Armee am Ausrotten hier, Alter. Sei nur ein Fresser, ey. Du musst Arschloch. Wolltest du uns umbringen? Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. So. Sie scheiß Lügner. Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Ich mach dich kalt! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Dann pack mal aus! Er wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gott. Gordy ist meins. Aber jetzt hau nicht ab. Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. John Shepard. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Zwillinge. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Anne Shepard.
Hui. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Wir gehen, Alter, ganz trocken. Ich bin wie er, wenn ich ihn sterben lasse. Gehen. Shelby! Kommen Sie! Ich befehle es Ihnen! Kommen Sie! Verreck! Wichser. Genauso ein dummer Bastard. Ne? Das Kind zählt nicht. Das ist ein Kind aus der Gosse. Voller Rotz und so. Wichser. 9:07. 126,95 mm. Ist das Wasser schon hoch? Und wir sind bei Emergency Room Rezeption. Sean. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. John Shepard. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Anne Shepard. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. So, was machen wir gerne? Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. So, dann wollen wir mal. Dann gehen wir mal. Und besuchen Miss Shepard. 19 hat sie gesagt. Ich suche Zimmer 19. Oh, schöne Blumen. Ich dachte, ich kann die vielleicht mitnehmen als kleines Geschenk. Aber 17, 18, recht schön, das ist jetzt bestimmt hier rechts, oder? Das hier, da ist 19. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier? Alles gut, Miss Shepard. Vorstellen. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Pflegeeltern John. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. 2. Sohn. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ich sehe nichts. Origami-Killer. Kann ich jetzt nicht mehr mit dir sprechen, oder was? Hallo? Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Origami.
glaube, der Hund ist das, ne? Komm, die Dogge. Die können wir mal machen. So. Dreieck. Nach unten. L1. Nach rechts. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Okay. Dim, 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 was können wir denn noch machen? Was haben wir denn hier? Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepard. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Erinnerungen. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Was ist das denn da für ein Foto? Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepard? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Okay, wir müssen jetzt Sachen zusammensuchen, um sie an irgendwas zu erinnern. Nichts. Oh, Anne. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Killer. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Erinnerungsstück. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Erinnere dich, Anne. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Können wir mal bei den Ärzten was nachfragen? Wir können ja wieder rein, oder? Ja. Können Sie uns irgendwas über Anne erzählen? Nee, ne? Gut. Oh, na. Kann uns eine Ärztin was sagen? Spricht Mrs. Shepard über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. So. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Sohn. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. So, da müssen wir jetzt Sachen finden. Die... Was ist mit der Blume? Vielleicht erinnert sie die Blume an irgendetwas. Ich versuche es einfach mal. Das könnten wir sie jetzt bestimmt nicht nehmen. 15. So, hier ist 19, richtig. Versuchen wir es einfach mal. Sie sagte, sie liebt Blumen. Aber welche? Guck mal hier. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb,
legte ich Orchideen auf sein Grab. Haben wir alles? Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Name der Pflegeeltern. Familie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Name des... Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Kommen Sie näher. Das machen wir. Schade, dass wir nichts gehört haben. Ja. Wer war es bloß? Wessen Name haben wir jetzt erfahren?